Servus und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von X-Rebirth. Warum hängst du hier rum, Syndikat unabhängiger Welten? Das ist aber nicht sehr nett. Du gehörst hier definitiv gut, ich brauche sowieso eine nicht Zielübung. Ja, also verpiss dich. Ich hatte vorhin, in der letzten Folge für euch... Vielen Dank, dass Sie die Aggressoren von unserer Station vertrieben haben. In der letzten Folge hatte ich diese Mission hier gesehen. Überfallkommando nähert sich, die will ich jetzt gerade noch mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Sind Sie dabei oder muss ich Ihre Gedanken lesen? Natürlich bin Sie ich dabei. Sie sind dabei. Lassen Sie mich nicht alt aussehen. Sind denn die kleinen Schnuggelchen? Ist eh kein Problem, aber... Ein bisschen Spaß macht's ja doch. So, ich schieße hier einfach an. Wir haben zu wenig Sprungantriebsenergie, um unser Ziel zu erreichen. Hallo, Sir. Nett, Sie kennenzulernen. Ich kauf welchen. Ich schieße jetzt einfach alle mit Raketen aus dem Himmel. Du bist hinterm Berg. Vielen Dank, dass Sie die Aggressoren von unserer Station vertrieben haben. Bitte? Wo ist der denn? Ist der drin? Vielen Dank, dass Sie die Aggressoren von unserer Station vertrieben haben. Jemand mag uns nun mehr. Wie ist denn der da reingekommen? Ist ja wohl ein Scherz. Oder ist der hier irgendwie in so einem Bruchstück verschollen? Ich bin verwirrt. Oder ist... Moment mal. Ach du Scheiße, da kann man ja reinfliegen. Stationskommando an Ren Otani. Ihr Verhalten fordert entsprechende Vergeltungsmaßnahmen heraus. Ach du Scheiße. Schnell hier wieder raus. Ich will hier nicht festbacken. Sie haben es geschafft, aber ich bin dabei um Jahre gealtert. Oh. Das hätte auch hässlich ausgehen können. Was ist das denn? Was ist denn für ein Ding? Soll das so sein oder ist das ein Grafikfehler? Bin mir nicht so ganz sicher. Wo geht denn der hier hin? Schlafender Riese. Noch da. Da würde ich gerne mal hin. Nee, aber was ich jetzt mal machen werde. Wollte ich jetzt schon die ganze Zeit in Angriff nehmen? Ah. Wo meine Schiffe rumgeistern, interessieren mich ehrlich gesagt gerade doch nicht mehr. Das letzte Mal hat es mich noch interessiert, jetzt interessiert es mich kein Stückel mehr. Erreiche Ausgeglichenheit. Ich möchte mir jetzt übertrage eigentlich neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Einen netten Menschen suchen, der mir Schiffe verkauft oder Schiffe baut. Raumverbindung offen. Denn tut mir leid, ich weiß selbst nicht, wo das sein soll. Gut, ich weiß, wo welche sind. Moment, da muss ich noch kurz einen Kurs festlegen. Ich will mir nämlich jetzt Konstruktionsschiff kaufen. Ich will mir endlich den Traum eines eigenen Imperiums Moment, scheiße. Ich habe nicht genügend Treibstoff, um zu diesem Ziel zu springen. Dann kauft ihr halt. Der Pilot grüßt Sie und bietet seine Dienste an. Muss mal gucken, was ich denn für eine Station dann letztendlich bauen werde. Da habe ich ehrlich gesagt gerade noch gar keine Idee. Auf jeden Fall irgendwas, was viel Geld bringt. Also angeblich gibt es hier ja so ein dynamisches Wirtschaftssystem.
halte ich persönlich für ziemlich Blödsinn. Glaube ich einfach nicht, dass das auch nur irgendwie simuliert wird. Ich glaube eher, dass das irgendwie Preise komisch festlegt. Aufstrebende Mine. Und nicht neue Koordinaten an uns folgende Schiffe simuliert wird. Also das können sie mir nicht erzählen. Komm, kann ich euch einholen? Ne, schade. Aber naja, meine Woche hat jetzt wieder angefangen. Ich bin ein bisschen gestresst, muss ich sagen. Ich muss quasi heute Abend noch aufnehmen, weil unter der Woche schaffe ich es dieses Mal null, weil ich so viel zu tun habe. Das ist echt nervig. Aber wenigstens kann ich jetzt mal ein bisschen entspannen. Erreiche Wassertor. Das ist schon ganz entspannend. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Geht so gerade. Ich wünschte, ich wäre schon da. Das finde ich so ein bisschen blöd, warum. Moment mal. Das sieht doch aus wie eine Werft. Ist das eine Werft? Tatsächlich, das ist eine Werft. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken, oder? Andock-Erlaubnis erteilt. Wir freuen uns, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Wo ist er? So ein Scherz. Wo ist denn hier der Schiffsverkäufer? Oh nee, ey. Hier war ich schon mal. Da habe ich mich das letzte Mal schon so drüber aufgeregt. Penner. Kann doch nicht sein, dass sie hier einfach eine Schiffswerft ohne Schiffsverkäufer hinstellen. Also doch weiterfliegen. Nerv. Mist, jetzt habe ich natürlich das langsamste Schiff ausgesucht. Finstere Gedichte. Nee, hier weiß ich das nicht. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Muss ich halt. Idioten, wo ich sonst auch immer hingehe. Aber der hat uns ja bisher immer gut bedient. Und ich hoffe, dass der auch ein Konstruktionsschiff herstellen kann. Wenn nicht, kriege ich einen Schreikrampf. Das fände ich echt ärgerlich. Erreiche 5 Wege. Wo bin ich jetzt hin? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ich bin aber noch nicht an der Werft angekommen, oder? Bereit zur Warenauslieferung. Lass mich kurz orientieren. Hier gibt es auch eine Werft. Könnt ihr mir auch Schiffe bauen? Ja, zumindest Werftteile. Gibt's aber noch Nebenmissionen. Was könnt ihr so? Ne, Begleitschutz. Könnt ihr euch mal schön die Haare schmieren. Boah, und die Framerate kackt gerade wieder hart ab. Mal, sieht man von außen, ob da ein Schiffsverkäufer drin ist? Ne, ist wieder nur ein Kackwaffenhändler drin. Ihr wollt mich doch veräppeln. Moment. So, Technikvorherrschaft bin ich. Ich will zum Zwielichten Verlag. Zwielichten Verschlag natürlich.
umdrehen. Es müsste direkt hinter mir sein, der Highway dazu. Fünf Wege. Bitte sei der richtige Weg. Ja. Puh. Gleich können wir einfach was kaufen können. Ich wünschte es mir. Erreiche zwielichtiger Verschlag. Da ist er. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Hier sind wir noch gern gesehen und gute Kunden, glaube ich. Waren wir zumindest mal eine ganze Zeit. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Und er hat bestimmt auch ein Konstruktionsschiff. Bitte. Wir sind hoch erfreut, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Wie immer, ich bin ein super Kunde. Da bist du ja. Und jetzt? Die haben kein Konstruktionsschiff, oder? Ich glaub's nicht. Diese Quorna ist ein Werkzeug. Ich glaub es einfach nicht. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Oder heißen die. Der ursprüngliche Entwurf stammt von der Terra-Korps, eventuell noch die irgendwie. Ne. Ich hab die wahrscheinlich eh alle schon tausendmal durchgeklickt. Balor. Die Balor ist eine recht moderne Fregatte, die vom Auftragsfertiger Albion Metal. Das gibt's nicht. Was das hat es gibt eigentlich es mit diesem ganzen KI-Gedöns auf sich? Aber da gab's doch noch einen Schiffhändler hier direkt um die Ecke, oder? Alles rot. Keiner mag mich. Wo sind die anderen jetzt? Der war. Wo war denn der? Da. Ist da überhaupt ein Schiffshändler drin? Das ist ja die größere Frage. Ja. Dies ist die Albions Gang. So, Daumen Erlaubnis drücken, dass wenigstens Andocken. Die Konstruktionsschiff anbieten. Wir sind hoch erfreut, Sie an Bord begrüßen zu Natürlich, dürfen. Natürlich, ich bin ja auch der beste Kunde, nicht? Ja, worum geht's? Ah, okay, hier kann ich mir welche bauen lassen. Das hatte ich vorher nicht. Kann ich aber auch hier nicht bauen lassen. Fickt euch doch. Gibt's hier wenigstens irgendeins, was ich hier sehr gewinnbringend verkaufen kann? Hier dieses komische Schiffchen, wo ich da als letztes gekapert habe. Das ist ja ordentlich was wert, aber die will ich auf jeden Fall behalten. Tja, das ist aber trotzdem jetzt kacke. Ist jetzt gerade richtig kacke. Denn ich habe nicht das Ziel erreicht, was ich wollte. Ich wollte mir ein Konstruktionsschiff bauen. Ist schön zu wissen, dass meine Schiffe viel wert sind, aber... Gewonnen habe ich jetzt trotzdem nichts dadurch. Drüben vielleicht noch irgendwo. Ist auch noch einer. Aber der wird Dies wahrscheinlich ist die genauso Albions Gang. Erbitten wenig Erlaubnis zum Andocken. Eins im Angebot haben wie die anderen zwei. Wir sind hoch erfreut, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Guten Tag. Yes! Sie werden bald einen Piloten für Ihr neues Schiff benötigen. Geht doch. Haben Sie schon jemand ins Auge gefasst? Ha, Kindergarten, das ist ja. Das sind ja Peanuts. Welches Upgrade wollen Sie wechseln? Alle. Boah, die mache ich mir jetzt aber richtig, richtig teuer. Und jetzt alles rein. Alles.
Wie viele Drohnen kann ich hier kaufen? Was brauche ich überhaupt? Ich brauche doch eigentlich nur Bau-UV, oder? Wie viele möchten Sie? Alle. 69, keine Ahnung, es sind vielleicht ein paar viele. Mal 20 mal, wie viel kosten die Dinger? 2 Millionen, oder? Ja, 2 Millionen ist okay. Ach komm. Wie viele möchten Sie? Wohin? Wohin mit unserem ganzen Geld? 35 will ich haben, so. Ich weiß nicht für was, aber ich nehme vorsichtshalber nochmal ein paar Lasten-URV mit. Kann ja immer mal sein, dass man die für irgendwas braucht. Damit ist es auch gut. Wir haben nun genug, um zu beginnen. 6,6 Millionen. Was? Dann kaufe ich doch mehr. Wie viele möchten Sie? 50. Und die Lasten-UV muss ich auch wieder neu einstellen. 45. So, jetzt ist zwar einverstanden. Der ganze Spaß etwas teurer, wir haben genug, um zu aber beginnen. Ist mir egal. Verstanden. So, und wie lange dauert der Spaß jetzt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da wird es zusammengeschustert, ist das korrekt? Ja. Während das zusammengeschustert wird, muss ich mal kurz, kann ich das überhaupt hier sehen im Schiffsstatus? Wer alles mit dabei an Bord ist? Gut, da muss ich mal kurz nach hinten laufen. Ich weiß gar nicht, wen ich gerade noch an Bord habe, ob ich Architekten und so einen Scheiß überhaupt dabei habe. Marineoffizier, einen Captain, noch einen Captain und eine Architektin. Ich glaube, die Architektin, das ist erstmal das Einzige, was ich brauche. Hoffe ich zumindest. Ich weiß auch noch nicht, wie das richtig gehen soll. Ich fliege da mal kurz hin, wenn wir das mal vom Namen angucken. Ist ja voll süß. Aber das kennen wir schon aus der Campagne. Nur frage ich mich, wie so ein Ding eine Station bauen will. Ist ja schon ein bisschen klein. Das kann ja gar nicht viel transportieren. Das ist dann wohl die Drohnenrampe da. Du bist doch fertig jetzt. Verändert sich doch gar nichts mehr. Schiffsbau beginnt, kann der Prozess nicht mehr abgebrochen werden. Er ist doch fertig. Kann ich jetzt schon auf dir landen? Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Akquiriere Architekt für Konstruktionsschiff. Hab ich doch schon längst. Brauche ich doch gar nicht akquirieren. Du. Hallo. Arbeite hier. Gut, ich gehe jetzt in meine neuen Quartiere. Weiß gar nicht, ob ich für die Schüssel auch einen Piloten brauche. Okay. Hallo, mein Freund. Bestimmt. Ach nee. War mir ein Vergnügen. Der Architekt ist anscheinend der Pilot für das Konstruktionsschiffchen.
Und ich würde sagen, wir bauen jetzt auch gleich mal ein Stück unserer Station. Nur wie? Wir brauchen erst so ein Zeichen. Ein Konstruktionszeichen. Das muss ich jetzt irgendwie finden. Nur wie? Ich bin hier, um Ihnen Hilfestellung zu leisten, Sir. Infos über diese Stationen können wir zurzeit für Sie errichten. Ach du Scheiße. Das ist ja super viel Zeug. Was können wir denn hier machen? Können Sie ja gleich einfach hier hinzimmern. Wir hoffen, Sie bald wiederzusehen, Sir. Dazu gucke ich aber erstmal schnell, was kann man denn hier erwirtschaften in dem Sektor. Erze und so ein Krempel ist doch super. Hallo Sir, es freut mich sehr, Ihnen helfen zu dürfen. Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Wahrscheinlich, was brauche ich denn da so? Kristallzurücklieferer? Nee. Metallgießerei? Die hier hergestellten Materialien werden nicht nur für den Bau von Weltraumstrukturen oder Raumschiffen verwendet, sondern auch für Bauprojekte auf der Planetenoberfläche. Okay, nee. Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Was gibt's denn noch so? Baumarkt? Baumärkte sind Fabrikanlagen, die eine umfangreiche Produktpalette mit für den Bau von sehr schwer, extrem wuchtig. Dadurch ist die verstärkte Metallpartie. Baumärkte sind Fabrikanlagen. Was nehme ich denn da? Ich glaube, ich baue jetzt einfach mal so ganz oldschool so eine Metallgießerei. Nur geht das irgendwie nicht. Warum geht das nicht? So, ich gebe dir jetzt mal 18 Millionen. Kann ich jetzt eine bauen? Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Die hier hergestellten Materialien. Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Ich habe dir doch jetzt einen Haufen Kohle gegeben. Wir hoffen, Sie bald wiederzusehen, Sir. Ich glaube, ich muss da erst so ein Stations... Ach, da ist es doch. Nein. Bauen. Ich bin hier, um Ihnen Hilfestellung zu leisten, Sir. Diese Stationen können wir zurzeit für Sie errichten. So ein Ding soll es für mich bauen. Es wäre höchst hilfreich, wenn Sie uns mitteilen, welche Aufrüststufe Alles. Sie wünschen, Sir. Ich will die geilsten Stationen haben. V-Starter. Ich weiß gar nicht, was man mit V-Startern starten kann. Sind das für Drohnen? Ich weiß es nicht. Oh, das wird bestimmt teuer. Nächste. 20 Millionen. Doch etwas teurer als erwartet. Ich glaube, Plasmatürme lassen wir einfach erstmal weg. Und kaufen nur so ein paar Lasertürme. Das passt schon, denke ich. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass hier nie die Preise dran stehen, was man hier gerade hochschraubt, sondern immer erst jetzt im nächsten Bildschirm sieht und das sollte. Wie sollen wir mit der Ressourcenbereitstellung verfahren, Sir? Kümmer du dich mal drum, wahrscheinlich geht es wieder volle Möhre schief. Oder nee.
Ich werde sie liefern. Danke. Wir haben alles, was wir benötigen. Sind Sie sicher, dass Ihre Station hier errichtet werden soll? Ja. Wenn wir mit dem Bau beginnen, können wir keine Änderungen mehr vornehmen. Bau das Ding. Konstruktionsstandort wird angesteuert. Da bin ich ja mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüssi.